Nachdem wir uns im letzten Video ja eine ziemlich interessante Formel hergeleitet haben, wollen wir natürlich auch mal gucken, wie denn eigentlich das Anwendungsgebiet von dieser Formel aussieht und vor allem, warum die so stark ist, wie ich es ja auch im Video schon beschrieben hatte. Also nehmen wir doch mal an, wir haben das ist ein ähnliches Problem wie ganz am Anfang, wie vor zwei Videos, dass wir also ein Geschoss aus einer Kanone abschießen, nur diesmal starten und landen wir auf verschiedenen Höhen. Also wir sagen, dass hier oben ist unsere Kanone. Das Braune hier ist unsere Kanone. Und genau an dem Punkt, an dem unsere Kanonenkugel die Kanone verlässt, also genau hier, wird sie eine Geschwindigkeit haben von 90 Metern pro Sekunde. 90 Meter pro Sekunde. Das heißt, dieser violette Pfeil ist also unser Geschwindigkeitsvektor. Und sagen wir weiterhin, dass ich nehme mal eine andere Farbe, das sieht man nicht so gut. Unser Winkel ist, sagen wir, unser Winkel ist 53 Grad. Damit wir nicht immer nur so runde Zahlen bekommen. So, was brauchen wir noch? Wir müssen auf jeden Fall auch noch wissen, wie hoch denn die beiden Plattformen hier sind. Also wir sagen einfach mal, dass diese Plattform hier relativ zum Boden 9 Meter ist. Das heißt, hier unten ist 0 und hier oben wäre dann 9. Und hier ist von unten vom Boden bis nach oben, also bis da, wo die Kugel abgeschossen wird, diese Höhe beträgt 25 Meter. Und ja, du hast jetzt bestimmt aufgepasst und wirst dir denken, warum rechnen wir denn diesmal genau von da, wo die Kugel rausfliegt und nicht wieder von ganz unten, wie wir es ja hier auch gemacht haben. Und ja, da hast du recht, wir haben hier oben ein bisschen geschummelt. Wir hätten theoretisch auch von hier messen müssen. Allerdings wäre das Problem damit halt wieder wesentlich komplizierter geworden und ich wollte ja so erstmal nur die generelle Idee einführen, damit wir dann irgendwann so weit sind, dass wir so ein Problem lösen können. Deswegen ist das hier natürlich wesentlich genauer, weil die Kugel ja erst, wenn sie herausgeschossen wird, auch diese Geschwindigkeit hat. Also können wir auch ab da erst die Höhe messen. So, und jetzt brauchen wir natürlich auch noch, deswegen haben wir sie uns ja hergeleitet. Jetzt brauchen wir auch noch die Formel vom letzten Mal. Ich kopiere uns die mal raus. Die ist hier. Kopieren, einfügen und pack uns die mal hier unten nochmal hin. So. So. Na. So. Also, wir interessieren uns am Anfang ja immer erstmal generell für den Vektor. Deswegen zeichne ich uns den Vektor nochmal hin, damit wir uns das besser vorstellen können. Und ich lasse mal diesmal die Einheiten weg, damit das Ganze nicht so überfüllt aussieht. Das ist unser Geschwindigkeitsvektor mit einem Wert von 90. Und den zerlegen wir uns jetzt wieder in einmal den vertikalen Vektor. Der würde so aussehen. Also unser Geschwindigkeitsvektor in die Y-Richtung. Und nehmen wir noch, welche Farbe haben wir denn noch zur Verfügung? Violett hatten wir schon, nehmen wir Pink. Und das hier ist der Wert in die horizontale Richtung, also in die X-Richtung. Und unseren Winkel dürfen wir auch nicht vergessen. Unseren Winkel haben wir hier mit 53 Grad. So, jetzt behelfen wir uns wieder der Trigonometrie und wollen erstmal, wie immer, versuchen wir zuerst die Zeit rauszukriegen, um dann rauszukriegen, wie weit das Geschoss fliegt. Das ist, ja, ich soll es vielleicht nochmal hinschreiben, einfach nur, falls ihr die Videos vorher nicht gesehen habt. Wir wollen wissen, wie weit fliegt die Kanonenkugel? Kanonenkugel. Das heißt, wenn sie hier losgeschossen wird, wird sie ja irgendwo auf diesem Plateau hier unten, auf dieser Ebene hier unten ja landen. Und wir wollen wissen, wo genau sie da landen wird. Und dazu berechnen wir erstmal die Zeit, die Kugel insgesamt in der Luft ist, also unterwegs ist. Und wenn wir wissen, wie weit die Kugel von hier bis hier unten braucht, also wie viel Zeit sie dafür hat, dann wissen wir auch, wenn wir das mit der Geschwindigkeit multiplizieren, die sie in die X-Richtung hat, also in die horizontale Richtung, wissen wir auch, wie weit sie geflogen ist. Also interessiert uns erstmal diese Geschwindigkeit hier, Vy. Und wie eben schon angedeutet, die Trigonometrie verrät uns, dass die Gegenkathete, also Vy, geteilt durch die Hypotenuse, in dem Fall 90, genauso groß ist wie der Sinus
von dem Winkel, dessen Gegenkathete wir gerade genommen haben, also Sinus von 53 Grad. So, das können wir nochmal multiplizieren mit 90 auf beiden Seiten und dann haben wir links genau das stehen, was wir eigentlich haben wollen. Und rechts steht dann 90 mal dem Sinus von 53 Grad, mal dem Sinus von 53 Grad. So, jetzt haben wir unsere Geschwindigkeit in Y-Richtung und wir gucken uns ja, wie gesagt, am Anfang auch nur die vertikale Richtung an. Ah, nicht zu weit runterscrollen. So, also ich schreibe es mal nochmal hin. Wir gucken uns jetzt erstmal wieder nur an die vertikale Richtung. Das heißt, wir nehmen unsere Formel von hier oben und berechnen für die vertikale Richtung dann die Zeit, weil wir haben die Endhöhe. Wenn wir über vertikale Richtung sprechen, dann kann das ja nur nach oben gehen. Das ist Plus oder nach unten und das ist Minus. Und wir haben ja die Endhöhe hier. Wir haben ja die Endhöhe hier, weil hier soll die Kugel ja landen. Und wir haben auch die Anfangshöhe. Und wir haben gerade ausgerechnet die Geschwindigkeit, die Anfangsgeschwindigkeit für die Y-Richtung. Und wir wissen auch das A, weil wenn es um die vertikale Richtung geht, dann ist das A ja immer die Fallbeschleunigung. Und die kennen wir ja bereits. Also setzen wir doch einfach mal ein, was wir bereits alles wissen. SE. SE ist das, ist die Endhöhe, also in unserem Fall 9 Meter. 9 Meter. VA. VA ist die Geschwindigkeit, die wir gerade ausgerechnet haben, also 90 mal Sinus von 53 Grad. Das Ganze multiplizieren wir wieder mit Delta T. Das wissen wir ja nicht, aber das werden wir gleich rauskriegen. Plus, oder ich mach mal gleich das Minus hin. A ist minus 9,8 Meter pro Quadratsekunde. Wie gesagt, wir werden ja nach unten gezogen durch die Beschleunigung. Und wenn wir das halbieren, minus 9,8 mal 1,5 ist minus 4,9 Meter pro Quadratsekunde. Und was fehlt noch? Mal Delta T fehlt noch. Mal Delta T Quadrat plus unsere Anfangshöhe. Und unsere Anfangshöhe ist ja 25 plus 25. Oh, ich sehe gerade, jetzt habe ich hier einmal die Einheit hingeschrieben und einmal nicht. Also hier müsste natürlich, hier müsste noch Meter pro Sekunde hin. Sonst passt das nachher mit den Einheiten nicht. Und hinten 25 sind natürlich auch Meter. Ich lasse mal für die zukünftigen Rechnungen, also für die nächsten Rechenschritte, die Einheiten weg, dann sieht das alles ein bisschen übersichtlicher aus. So, was machen wir denn jetzt? Wir wollen das Ganze lösen nach t. Und vielleicht ist dir schon aufgefallen, vielleicht sieht man es besser, wenn ich hier auch noch Klammern drum setze, dann ist das ja, wenn ich jetzt hier die 9 noch wegnehme, ist das ja nichts anderes als eine quadratische Gleichung. Also ich schreibe dir mal hin, was wir noch machen. Wir rechnen jetzt einmal minus 9 Meter, damit wir das hier drüben auch haben. Dann haben wir hier links 0 stehen. Und damit wir eine vernünftige PQ-Formel bekommen, müssen wir ja den Term, wo das, die quadratische Variable vorsteht, der sollte ja gleich 1 sein. Also teilen wir danach noch, oder wir rechnen mal minus 1 durch 4,9. Das ist ja das gleiche wie teilen durch minus 4,9. Und dann bleibt übrig links eine 0. So, jetzt schreibe ich es mal gleich in der Reihenfolge, wie wir quadratische Gleichungen eigentlich kennen. Also wir haben ja hier den Term minus 4,9 Meter pro Quadratsekunde mal Delta T Quadrat durch minus 4,9 ist 1. Also bleibt nur noch Delta T Quadrat übrig. Dann nehmen wir den Term hier vorne mit dem Delta T. Also der ist ja zurzeit noch positiv. Wenn wir ihn gleich durch minus 4,9 teilen, wird er negativ. Oder ich mache das negative Zeichen, das Minuszeichen mal rot, damit wir wissen, wo das herkommt. Minus. So, und das können wir ja gleich mal ausrechnen jetzt, damit wir nicht ewig so viel zu schreiben haben. Also machen wir es hier hin. Wir haben 90 mal, 90 mal dem Sinus von 53 Grad. Das ist so viel. Und das Ganze teilen wir jetzt durch 4,9 und noch ein Minus davor. Das ist das, was wir hier mitmachen. Das sind minus 14,6, ich runde mal auf die 100er Stelle, minus 14,67. Minus 14,67 und Delta T ist ja auch noch da. Delta T.
So, und hinten haben wir noch den letzten Term, unseren Q-Term sozusagen. Wir rechnen 25 Meter minus 9 Meter sind 16 Meter. Und das Ganze teilen wir dann durch minus 4,9. Wo ist der Taschenrechner? Da. Also wir nehmen 16 und teilen das Ganze durch 4,9. Ups. Minus 4,9. So. Dann haben wir minus 3,2. Runden wir wieder auf die 100er Stelle. Minus 3,27. Also kommt hier hin. Minus 3,27. So, und jetzt können wir ja die PQ-Formel einfach anwenden. Falls du sie nicht kennen solltest, ich schreibe sie mal einfach hier rechts nochmal hin. Also wenn du eine Formel lösen willst mit der Form x² plus px plus q, bekommst du genau zwei Lösungen. Und zwar ist das einmal, oder sind das die beiden Lösungen, minus p halbe plus minus p² Viertel minus q. Also der Wert, der Faktor, um den x multipliziert wird, ist immer dein p und q ist einfach immer der Term, der hinten noch addiert oder subtrahiert wurde. Die Herleitung davon findest du natürlich auch hier bei uns auf dem Khan Academy Kanal. Also gucken wir doch mal. Das heißt also, wir haben als Lösungen, wir bekommen ja zwei Lösungen, habe ich ja eben hier schon verraten, und eine davon wird auf jeden Fall unnütz sein, weil eine wird negativ sein. Und wenn die Zeit negativ ist, wird das ja bedeuten, dass die Antwort auf die Frage, wie, oder ja, die Antwort auf die Frage, wie lang ist das Geschoss unterwegs, heißt, dass wenn das Geschoss losgeflogen ist, dann war es vor einer gewissen Zeit schon fertig sozusagen. Also die negative Antwort können wir natürlich getrost ausschließen. Uns interessiert nur die positive Antwort, die wir kriegen werden. Also, die Lösung wird lauten, ich schreibe es mal gleich hin, Delta T ist gleich. So, jetzt haben wir hier minus p halbe. Also minus 14,67 halbe. Könnten wir auch im Kopf machen, aber nehmen wir mal den Taschenrechner. 14,67 minus davor geteilt durch minus 2. Hier haben wir ja auch noch ein Minus. Ist gleich 7,335. Ist gleich, machen wir es in Gelb, 7,335. Und dann haben wir ja plus minus. Plus minus. So, und jetzt haben wir p Quadrat Viertel. Also, so, wir haben jetzt hier p Quadrat, das ist ja minus 14,67. 14,67 minus davor zum Quadrat ist das. Das teilen wir durch 4. Dann kommen wir auf den Term hier. Und dann ziehen wir noch minus q ab. So, q ist aber negativ. Das heißt, wir rechnen minus minus 3,27. Also addieren wir ja eigentlich 3,27. Und erhalten 57,07. Also wir nehmen die Wurzel. Wir nehmen die Wurzel aus 57 und ich habe es schon wieder vergessen. 57,07,07. So, und das ist, gehen wir es nochmal extra ein, 57,07 und daraus die zweite Wurzel ist 7,55. Ist 7, ups, falsche Farbe, ist 7,55. So, und wie du jetzt siehst, 7,55 ist ja größer als 7,335. Das heißt, wenn wir die negative Version nehmen würden, würden wir eine negative Zahl kriegen. Also nehmen wir gleich die positive, weil wir wissen, dass das die Lösung ist, die auch wirklich Sinn ergibt für uns. Und erhalten für Delta T. Wie lange sind wir denn nun in der Luft? Oder wie lange ist unsere Kanonenkugel denn einfach eigentlich in der Luft? Das sind 7,55 plus 7,335, 14,885 und das runden wir natürlich auch wieder auf die 100er Stelle. Also haben wir 14,89. 14,89 Sekunden. Und ich schreibe mal noch Delta T davor. Und damit haben wir den Großteil schon wieder geschafft. Wir wissen jetzt also, wie lang die Kanonenkugel in der Luft sein wird und haben dabei sogar darauf geachtet, dass es auf, dass die Kugel auf die Kanonenkugel auf verschiedenen Höhen ankommen wird. Also auf verschiedenen Ebenen gestartet und gelandet ist. Jetzt machen wir das gleiche, was wir immer gemacht haben. Wir berechnen noch eben die Geschwindigkeit, den Geschwindigkeitsvektor in die horizontale Richtung und multiplizieren das mit der Anzahl der Sekunden, die er in diese Richtung unterwegs sein wird und dann haben wir auch schon wieder das Ergebnis unserer Lösung.
das Ergebnis auf unsere Frage natürlich, das Ergebnis auf unsere Lösung sollte ja wenig Sinn ergeben. Also, wir haben Vx, und ich sehe gerade, ich habe da oben natürlich den Pfeil vergessen. Und da habe ich auch den Pfeil vergessen. So, in Bezug auf den Winkel 53 Grad ist ja Vx die Ankathete. Richtig, sehr gut. Also, wir wissen, dass die Ankathete geteilt durch die Hypotenuse, durch 90, ist gleich Cosinus von 53 Grad. Heißt also, dass Vx, warte, ich mach mal, das ist gleich weg. Vx ist also gleich 90 mal den Cosinus von 53 Grad. Und das sind, Cosinus 53 Grad kann ich nicht im Kopf rechnen, Cosinus von 53 Grad mal 90, das sind 54,16. 54,16 ist gleich 54,16 und wir hatten ja hier die Einheiten nur weggelassen, das sind natürlich Meter pro Sekunde. Macht ja auch Sinn, soll ja eine Geschwindigkeit sein. So, also, um auf unsere Weite zu kommen, wie weit wir denn eigentlich geflogen sind, nehmen wir wieder unsere Formel her, S, ich nehme nochmal eine andere Farbe, nehmen wir wieder, welche Farbe hatte ich noch nicht? Die hatte ich auch schon. Die hatten wir noch nicht. Der Weg ist gleich die Geschwindigkeit mal die Zeit. Und die Geschwindigkeit hatten wir hier oben. Das sind 54,16 Meter pro Sekunde. Ups. Pro Sekunde mal die Zeit hatten wir hier links ausgerechnet, die wir unterwegs sind. 14,89 Sekunden. Schauen wir mal das S davor. Und unser Taschenrechner würde uns verraten, was dabei rauskommt. Und unser Taschenrechner sagt 54,16 mal 14,89 sagt 806,44 und Sekunde kürze ich mit Sekunde raus, Meter natürlich. Also unsere Kanonenkugel wird 806 Meter und 44 Zentimeter weit fliegen. Da wir die ganze Zeit gerundet haben, können wir eigentlich wahrscheinlich auch die Genauigkeit hier hinten weglassen und sagen, unsere Kugel wird ungefähr 806 Meter weit fliegen, wenn sie in einem Winkel von 53 Grad abgeschossen wird, aus einer Höhe von 25 Metern mit einer Geschwindigkeit von 90 Metern pro Sekunde und auf einer Höhe landen wird von 9 Metern.